Hallo und herzlich willkommen zum 8. Videotagebucheintrag zur Tomodachi Collection. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe auf Twitter gelesen und auf N-Tower Tomodachi Collection. Es gibt erste englische Screenshots. Und das ist ein klares Indiz, dass das Spiel veröffentlicht wird. Ein paar Tage, nachdem wir die 7. Episode hochgeladen haben. Wenn das kein Zeichen ist. Heute laden wir 3 neue Leute ein. Aus unserem N-Tower-Team. Und das machen wir hier rüber. Für die Hausverwaltung. Neuer Mii. Aus dem bestehenden Mii zugreifen. Das sind übrigens alles Goldhosen. Nehmen wir mal als erstes den Robert. Das ist, glaube ich, der Vorname. Mach eine Anfrage später ein. Nur, dass es hier reingeht. Ist das? Ja, das ist gut. Jetzt muss ich die Nachnamen. Wenn ich jetzt einen falsch schreibe, nicht böse sein. Ich glaube, das ist richtig geschrieben. warte, das kann ich nur kurz nachschauen. Ich frage mein allwissendes iPhone. Was Nachnamen angeht, habe ich nämlich so ein bisschen Probleme, mir das zu merken, aber das müsste passen. Ja, das passt. Man weiß ja nie, was für eine Stimme kriegt denn der liebe Robert. Wenn wir alles frei wählen. Das ist eine Stimme. So, einfach so. Und Stats wieder alles in die Mitte, weil ich nicht weiß, was das heißt. So, herzlich willkommen, Robert. Hat sich schon wieder verliebt. Kevin. Oh oh. Ich muss leider Kevin das Herz brechen. Wir ziehen mal. Ich muss das nochmal neu positionieren. Das kann man auch hier rüber machen. Cool. Ah, ich weiß. Ne, wir fügen erstmal Leute hinzu. So. Ja, ein Mi. Zack. Und mal hier der Shorty, unser Pascal 2.0. Und ja, das passt schon. Stimme. Ja, der Shorty ist ein ganz langsamer. So, gespeichert. Perfekt. Und jetzt als letztes. Hallo Shorty. Das Vorstellen können wir gleich machen. Auf geht's, kommt die Daniela dran. Und weil das eine Frau ist und wir fast nur Männer sind, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert. Mir wird es nicht zu schlimm. So. Oh, haben wir Sonderzeichen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir ein Ö haben, doch. Eingetragen und auch 20 Tage, was immer das auch heißt. Und jetzt eine weibliche Stimme. Ja, die kriegt sie. Und auch diese Standardwerte. Wobei ich nämlich so Falsches auswähle. Alles über ein Mittelmaß. Gut, damit haben wir 3 neue Leute. Und gehen jetzt erstmal ins Haus und kümmern uns erstmal um die. Gehen hier ins Büro und können dann nämlich die Räume ändern. Ich ändere das mal ab, dass das hier
So, da, gut. Schieben mal die Position. So. Den Dealer kommt mal hier hin. Der Shorty kommt mal hier hin. Und der Robert kommt mal hier hin, dass wir die Tower-Leute in einer Reihe haben. Gut. Speichern. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen einfach mal rein zum Robert. Natürlich ein bisschen dunkel. Hallo. Oh, der Magen ist leer. Das Erste, was er kriegt, ist natürlich Nahrung. Ja, das ist ein Begrüßungssteak. Das schmeckt gut. Und noch ein Getränk. Vielleicht schaffen wir es dann, dass er schon mal ein Level aufsteigt. Geben wir ihm mal hier ein Aufputschmittel. Jetzt hier Muskeln bekommen. Oh, das schmeckt ihm auch sehr gut. Sehr gut. Nein! Ganz knapp nicht geschafft. Kriegt er jetzt noch ein Kleidungsstück? Natürlich wäre nichts. Ich kaufe mal eben drei Kleidungsstücke. Doch bevor wir das machen, gehen wir erstmal zu den Neuen. Hallo. Hallo Shorty. Grüß dich, moin. Was denn? Trüffel? Krieg du mal das Leckere hier? Na, das hat ihm nicht so geschmeckt. Ja. Okay, ein Minispiel. Dann muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Oh, ich hab's geschafft. Gibt's gleich schon mal dicke Geschenke. Was nehme ich denn mal? Ja. Ah, ist natürlich das Problem, wenn er jetzt so langsam redet. Was immer das auch ist, aber ich nehme es einfach mal. Und jetzt gehen wir mal zurück zu Daniela. Vorhin haben wir ein bisschen schöneres Zimmer bekommen am Anfang. Was ist denn das hier? Bitteschön. Nein, iPhone. Nicht vibrieren. Oh, das mag sie nicht. Oh, es gibt keinen Levelaufstieg. Boah. Ja, komm, das gönnen wir ihr. Als Frau, da kriegst du mal ein bisschen irreres Essen. Wie hier als Gentleman WG. Ja, das schmeckt doch schon eher. Oh, was? Ja. Und nur der Robert will nicht spielen. Also das muss ich mir schon mal merken. Was? Jetzt hört ihr bestimmt das Klickern auf dem Bildschirm. Und. Yes! Ich nehme das mittlere Geschenk. Oh, das ist sogar neu. Gut. Ich schaffe es nicht mit dem Levelaufstieg. Also bekommen die Leute erstmal hier von mir eine Wohnung gestellt. Nicht so teures. Teures. Ja, übertreib's mit den Preisen doch. Einmal das. Entschuldigung, Daniela.
Das habe ich noch nie gekauft. Oh, das ist so ein Spielzimmer. Okay, gut. Wer kriegt denn was? Nee, nicht schlafen, Robert. Das ist schon mal ein ganz schlechter Einstieg. Aufwachen. Ah. Wohnung. Schule. Ach komm. Bitte schön, kriegst du eine Schule. Einen Klassenraum. Ich könnte jetzt gleich einen Rundgang machen, aber das spare ich mir mal, weil ich dann den Gyrosensor verwenden muss. Den Gyrosensor. Das ist mal ein bisschen schwierig. Ja, Level Abstieg. Und was gibt's? Jetzt können wir uns hier wieder Produkte aussuchen. Ach, er kriegt einfach mal eine. Nee, das ist immer noch was anderes. Wii U habe ich schon von einer anderen Person im Kopf. Kriegst du erstmal ein Smartphone? Bitte schön. Jetzt kann dort die Wohnung gewechselt werden, aber das lassen wir mal. Dessen wechseln wir rüber zum Shorty. Ich freue mich schon recht zum Kevin gehen. Ja, geht nicht so langsam. Nein, du kriegst das hier, das Spielzimmer. Bitteschön. Ja. Oh. Ich glaube, da muss ich ja was abändern. Nein, kein Rundgang. Oh, kein Level Up, schade. Also, wie langsam, da kriege ich auch schon wieder die Krise. So, Daniela. Bin ich gemein. Ich brauche schon meinen auf den Deckel gleich. Bitteschön. Schön, wie ich ein Zimmer einrichtung auf den Fußboden schmeißen kann. Nein, kein Zimmerrundgang. Oh, auch schon wieder kein Levelaufstieg. So was Doofes. Gut, wir haben schon eine gewisse Zeit, haben wir schon ein bisschen angefangen, eine Wohnung eingerichtet, ein bisschen Nahrung, gehen wir mal zum Kevin rüber. Und wenn ich glaube, was das bedeutet, muss ich dem Kevin leider das Herz brechen. Oh nein, Niki, er hat sich in Niki verliebt. Oh. Probier's. Spann Iwata die Frau aus. Das klappen würde, das wäre natürlich episch. Okay, auf geht's, Kevin. Du bekommst hier die klassische Holzfällerkleidung. Auf geht's, Kevin. Wir drücken dir alle Daumen. Der Herzschlag, das kommt mir bekannt vor. Da ist Niki, oh mein Gott. Oh nein, Kevin, was machst du? Du blamierst dich. Awkward Silence. Eine Echo-Stimme. Oh nein, Kevin, nein, es tut mir so leid. Oh nein, ich hab noch den Balken so weit schon. Nein, alles weg. Epic Fail. Ja, das ist das Problem bei Frauenmangel. Gehen wir noch einmal zu mir mit meiner neuen Elvis-Frisur, die ich mir gegönnt habe. Oh, die Episode wäre viel zu lang, aber das ist jetzt die zweite Generation. Wenn die mal ein bisschen länger. Außer wenn das Spiel tatsächlich bald kommt. Wo kommst du das hier? Davon habe ich noch eins übrig. Sehr schön. Gut, dann wechseln wir erstmal zum Pascal rüber für das nächste Musikstück. Wo ist der Pascal? Da ist der Pascal. Er wiegt sich.
So, auf zur Musik. Ich habe mir noch ein viertes Musikstück freigeschaltet. Aber wir machen erstmal das hier. Also, viel Spaß. Guck mal, da kann der Kevin doch schon wieder lachen. Das ist doch schön. Gut. Das war schon wieder einiges. Nur eine Sache haben wir vergessen. Das machen wir noch schnell. Das Geld einsammeln, bevor ich das vergesse. Gut, Geld eingesammelt. So, neue Leute sind nämlich immer teuer. Gut, das war der Tomodachi Collection, das Videotagebuch Nummer 8. Da ist unser Schüli, unser Felix. Und wir sehen uns dann in Episode 9 wieder. Also, bis dann. Tschüss.